Hallo liebe Karte und Katzen und diejenigen, die einen Kater oder eine Katze haben und willkommen zu dieser kleinen Aufnahme von Airport CEO. Wow. Ich tue gerade eben so ziemlich die größte Schande, die man nur tun, die ich mir selber nur so antun kann. Und zwar, wir haben es gerade Samstag, aber nicht der Samstag, wo ihr das jetzt wahrscheinlich seht, sondern der Samstag davor. Was macht der hier? Model. Ah, Flug. Bus Sana Leave Airport Departed from Longyearbyen. Okay. Auf jeden Fall, ich tue mir gerade eben so ziemlich die größte Schande, die ich nur mir selber antun kann. Ich mach mal ein bisschen auf Gas. Und zwar nehme ich das sofort auf. Quasi direkt nachdem ich die Folge noch nicht mal so wirklich hochgeladen habe. Und das ist natürlich so ein bisschen altblöd. Oh, hier, guck mal, jetzt geht hier auf einmal das Wetter los. Zum einen, weil ich jetzt ungefähr weiß, wie das insgesamt funktioniert. Das Terminal ist viel zu groß. Hier, dieses komische Gefissel da ist auch komplett blöd. Ich weiß jetzt insgesamt, wie es funktioniert. Es war im Sommer. Ich glaube, es fällt Schnee. Witzig. Und zwar, wir können jetzt hier auf Open Weather Panel anschauen. Können wir leider nicht machen, weil wir noch eine Wetterstation brauchen. Das bringt nämlich uns diese wunderbare Wetterstation, die wir jetzt sofort gleich bauen werden. Jo, ich glaube, ich mache sogar drei Folgen, aber das wäre. Ha, da beißt mich, weil 6 Folgen in einer Woche, das ist schon echt krass krank viel. Und das will ich mir halt auch nicht aufbinden, verstehst du? Dann hätte ich halt nur dienstags, weil ich würde es dann montags hochladen, ne? Wäre halt eben schon ein bisschen arg krass viel. Also, habt ihr darauf Lust? Frage in die Runde. Wenn ja, dann schreibt mir gerne mal unten einen Kommentar. Sagt ihr, boah ja, oder ich mache einfach oben rechts eine Abstimmung. Sagt ihr, ja, dritte Folge von Airport CEO, sehr geil. Oder sagt ihr, ja, also, okay, 2 Folgen reichen mir auch. Könnt ihr mal gerne oben rechts jetzt abstimmen in der Infokarte. Da frage ich mich gerade sehr. So, wir sind jetzt auf alle Fälle zurück hier auf unserem kleinen Airport. Hier stehen die ganzen General Animations oder wie auch immer. So, hier müssen noch der Zebrastreifen gebaut werden, dass quasi die ganzen Leute von diesen Card-Drop-Offs quasi hier dann rüberlatschen können auf unseren tollen Sidewalk und dann hier bam, mitten rein. Das ist schon dreckig. Wir brauchen aber noch eine Large Door. Item Position Wall. Was? Hä? Wie, hä? Ich verstehe es gerade nicht. Da darf ich spawnen. Ach, das war ja Airport CEO. Das habe ich nämlich auch im Let's Play gesehen, dass man so, das ist ein bisschen bescheuert gemacht. Muss man leider ganz ehrlich sagen. Ich da bedanke mich übrigens nochmal ganz arg an die Entwicklerstudio. Als Entwicklerstudio. An den werden. Oh, ich kenne den Namen nicht mehr. Tut mir leid. An den werten Herrn. Dann war nicht Olaf. An den werten Herrn. Irgendwas mit O. Olak oder Ola. Irgendwas so. Auf jeden Fall, der hat mir sehr, sehr schnell geantwortet von diesem schwedischen Entwicklerteam, das Airport CEO gemacht hat. Und guck mal, jetzt rennen die hier rein und machen die Toiletten, ey. So. Wir sind jetzt endlich mal so weit, dass wir sagen können, okay, wir bauen jetzt endlich mal unseren ersten Regionalflughafen. Ich habe es mir schon mal privat so ein bisschen angefangen und zwar auf mittlerer Schwierigkeit. Und das ist echt zu schwierig. Also ich habe alles richtig gemacht. Ist schon deutlich schwieriger. Da bin ich jetzt schon im Minus und da wäre sowas überhaupt nicht möglich gewesen. Ne? Also, wir müssen jetzt schauen. Insgesamt möchte ich euch jetzt mal ganz kurz erklären. Und zwar, wie funktioniert ein Flughafen? Das möchte ich euch ganz kurz erklären. Und zwar ist das folgendermaßen: Die Leute kommen hier an. Also, ne, die schmeißen jetzt die Leute von den Card-Drop-Offs, schmeißen die raus, tipp, 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 laufen hier über unseren tollen Zebrastreifen und laufen dann hier ins Terminal. So, dann können sie sich eventuell an den Information-Desk nochmal ein paar Informations einholen. Wenn dies geschehen, dann rennen die weiter in Check-in-Desks. Quasi die schauen das mal, okay, macht ihr überhaupt einen Flug oder ist da nur so ein oller Betrüger da? Die schauen dann, okay, ja, gut, der fliegt mit, den nehmen wir mit. Dann, wenn sie durch die Check-in-Desks durch sind, dann kommen sie in eine Security und die Security schauen natürlich erstmal, okay, hat der Bomben dabei, hat der Messer dabei, hat der schon sonst noch irgendeinen Scheiß mit. Dann, ne, wenn die dann da durch sind, dann kommen die in eine Secure Zone und in diese Secure Zone, also quasi da, wo die schon gecheckt sind, können natürlich nicht so einfache Leute rein, wo die dann quasi von hier aus kommen. Die von hier von der
von der Straße kommen. Also bedeutet, wenn ich jetzt hier eine Secure Zone reinbauen würde, kämen die nicht mal rein. Verstehst du? Weil in diese Secure Zone, ne, können nur gefilterte Leute rein. Hui, jetzt habe ich das ganze Ding gedreht. Bedeutet, die müssen zuerst durch einen Security Checkpoint, um in diese Secure Zone reinzukommen. Und wie wir die Secure Zone bauen, das weiß ich selber noch nicht. Nämlich, da brauchen wir eine, ach genau, hier Areas. Da können wir jetzt eine Secure Zone bauen. Genau. Dann können wir sagen, okay, lalala. Und natürlich müssen die auch ein bisschen manchmal auf die Flüge warten. Die kommen nicht einfach bam, 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 bam. Sondern die müssen natürlich noch ein bisschen warten. Und unsere allererste, Small Stands werden wir da oben bauen. Quasi da, wo dann die ganzen Flugzeuge dann rankommen und abgefertigt werden. Also die stehen dann da und warten dann, bis die ganzen Leute reinkommen. Da brauchen wir jetzt erstmal einen Small Stand. Und zwar brauchen wir einen Small Stand aus Asphalt, natürlich. So, jetzt haben wir hier unten unser Versorgungsweg, den bauen wir weiterhin so, würde ich behaupten. Jo, genau, dann bauen wir hier einen Small Stand. Und hier, dann haben wir schon mal drei. Sollte meiner Meinung nach erstmal reichen. Und dann brauchen wir Folgendes. Jetzt kommt nämlich das ein bisschen kompliziertere. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Leute da irgendwie durchschleusen, okay? Jetzt brauchen wir eine Secure Zone. So. Die bauen wir. Schieß mich tot. So, die brauchen wir. Mauer machen wir möglichst groß, weil wir brauchen natürlich noch Sitzbänke, wo die Reise sich hinsetzen können, während sie warten. Würde ich sagen, das alles ist definitiv erstmal Secure Zone. So. Na, das alles ist Secure Zone. Da kommen sie nur gefiltert rein. Dann brauchen wir. So, die kommen da rein. Und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt noch einen Check-in-Desk hin. So, wo sind die Check-in-Desks? Check-in-Desk. Hier, Boarding? Nee. Genau, also brauchen wir jetzt erstmal einen Check-in-Desk. Also, Boarding-Desks sind dann ganz hier, wo die dann nochmal zum letzten Mal schauen, okay, ja, der kommt wirklich mit diesem Flug mit. So, bevor wir jetzt auf Check-in-Desk machen, wir machen jetzt erstmal einen Security-Checkpoint. Da können wir einen Small bauen. Der war echt sehr klein. Wir wollen mal so einen großen. So, ich weiß nicht, wie rum der muss. Der muss so rum, okay? Die Leute laufen dann so durch. Jetzt können wir den entweder hier so ganz da reinbauen. Aber ihr seht, der grüne Punkt muss definitiv noch in einer Nicht-Secure-Zone drin sein. Ich würde behaupten, dass wir da oben ein bisschen mehr Platz haben, bauen wir den nur so ein bisschen rein. Also der muss schon ein bisschen rein sein, aber nicht so. Wir wollen den nicht so ganz rein, verstehst du? Dann würde ich sagen, bauen wir hier Nummer Uno und hier Nummer Duo hin. Dann brauchen wir Check-in-Desks. Und zwar bauen wir die in diese Richtung. Was das links und rechts ist, das ist dann später fürs Gepäck. Das interessiert uns aber im Moment noch gar nicht. So, also die Leute, die kommen von hier an, von da, wo die ganzen Pfeile kommen, und laufen dann so in der Mitte durch, da wo diese drei Pfeile sind, in Richtung Security Checkpoint. Warum baue ich die jetzt so weit unten? Weil da kommt natürlich eine Warteschlange hin, ne? Die können nicht einfach durchrennen, weil manchmal dauert das auch ein bisschen. So. Das ist 4. Ich will das natürlich so auch so ein bisschen symmetrisch machen, zumindest ein bisschen. Pass auf. 1, 2, 3, 4. Hier steht's. Hier steht's. Moment mal, hier steht's. Concrete Tile. Ich bräuchte natürlich mal so einen Sidewalk oder so. Um das mal abzuchecken. Also 2 und hier 2. Perfekt. Genau so wollte ich das haben. Dann dürfen die das mal bauen. Wir bauen dann währenddessen schon mal eine Wand rein, um zu symbolisieren, okay, hier kommt doch nicht durch. Hier ist Security Zone. So, einmal da Wand und einmal da Wand. Gut. Dann brauchen wir noch... da brauchen wir hier noch... Build Queue, genau. Dann bauen wir die einmal so. Einmal die hier. Build Queue. Einmal so. Dann brauchen wir hier noch eine Build Queue. Einmal so. Und noch hier, last but not least, 1, 2, 3, 4, ist glaube ich 1 zu breit, ne?
Da oben. So, genau, so können wir die auch wieder wegreißen. So. Aber will ich das nicht, so. Das ist da oben eins zu breit geworden. So. Das können wir uns Build Queue. So wollte ich das haben. So, jetzt kommen die dann quasi da ganz an und so. Ne, da ist unser Security Checkpoint. Der braucht auch nochmal eine kleine Queue. Den bauen wir mal. So, 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 so. Ihr seht, das ist schon ein bisschen eng eigentlich. So, dann bauen wir so, so, so und so. Perfekt. Gut, dann haben wir hier die Secure Zones. Dann haben wir hier, hier ist nur Commercial, aber da brauchen wir, jetzt hier erstmal ein Taxi-W. Ein Taxi-W! Wie was hatten wir denn hier von der Breite? Ich weiß gar nicht mehr. Taxi-Way. Wir hatten hier, glaube ich, eine Breite von 3. Sollte meiner Meinung nach auch genügen. So, damit die dann hier rankommen, dann müssen wir noch schauen, dass wir hier Public, nee, keine Public, sondern hier ist, so eine Road machen. Dann müssen wir schauen, dass wir das alles hier irgendwie durchkriegen, und zwar eine Taxiway Foundation. So, brauchen wir. Die können, also den Taxiway kann auch easy cheesy mal drüber über so ein, wo, der kommt da jetzt immer noch drüber über so eine Service Road. So, passt auf, dann brauchen wir theoretisch, das ist zu viel, glaube ich. So, dann wollen wir ja hier runter. So, ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das gerade ausmale in meinem kleinen Hirn. So, was für ein Hirn. Jetzt. Frage ist natürlich, was wir hier, also hier kommt ja auch nochmal Secure Zone hin, weil da können wir auch noch Stands oder so hinbauen. Ist klar. Guck mal, die Rollbahn nutzt sich ab. Das ist auch nochmal so ein cooler Ding hier, so ein cooler Effekt. So. Sieht jetzt ein bisschen alles ein bisschen sehr, sehr asphaltig aus. Da kann man sich nicht mehr so ganz entscheiden. Aber ist auch im Prinzip Wurst, oder? So, die kommen jetzt hier alle ran und dann können wir daran anschließen. BZW. Daran. So. Und dann brauchen wir. Set Holding Point. Cool, dann kann ich. So rum kann ich entscheiden, in welche Richtung. So rum natürlich. Quasi, wenn er schnallt, okay, da kommt einer, dann halte ich da mal lieber an. Beziehungsweise sollten es eigentlich andersrum machen. Eigentlich sollten ja die Commercial Flights, quasi die auch tatsächlich Leute transportieren, sollten natürlich eigentlich eher pünktlicher kommen. Also die sollten eigentlich eher Vorrang haben. Ich meine, die müssen nicht unbedingt pünktlich kommen, aber ja. Was wir übrigens hier reinbauen, fragt mich überhaupt nicht. Kein Plan at all. No plan at all. Okay. Dann haben wir immer schon mal das. Jetzt brauchen wir hier, glaube ich, brauchen wir. Oder sind da schon Türen drin? Ich weiß es nicht. Pause. Pause brauchen wir. Weil wir wollen nochmal, obwohl ja, die können ja schon mal fröhlich bauen, werden wir uns im Tutorial nachschlagen. Regional Airport. Okay, das haben wir alles. So, Security Checkpoint Terminal. Check-in Desks. Build a boarding desk near a stand. Stand should be adapted. Okay, das haben wir. Okay, also jetzt brauchen wir nur noch die boarding desks. So, und zwar die laufen dann einmal hier lang. Das bedeutet, wir lassen, das ist quasi deren ihr Übergang. Das bedeutet, wir schmeißen die. Ich hoffe, da kann noch das Personal dahinter stehen. Ich baue das mal lieber noch eins weg. Damit das Personal, wenn das steht, dann nachher auch Personal dran. Wer glaubt, wird selig. Die machen wahrscheinlich alle Freizeit. So wie bei mir immer alle Personalleute irgendwie. Ich weiß nicht, ob die irgendwie nie im Griff. So, wo ist hier der Boarding Desk, genau. Boarding Desk, wo? Hallo? Boarding Desk, hallo? Airport.
Effort Screens, ah, genau. Hey, Bowling Discs. Zack. Zack. So, und dann natürlich bei jedem Bowling Desk. So, und jetzt können wir noch sagen, Gate Seating. Die können wir nachher noch farblich anpassen und schieß mich tot, was. Das Item. Warum kann ich die da? Ach so, weil da. Ah, stimmt. Weil ja hier dann irgendwann mal das. Da können die alle wunderbar brav warten, bis ihr wunderbarer Flug kommt. Davon kann ich nie genug haben. So, jetzt können die erstmal fröhlich bauen. So, open. Open. Hallo? Open. Commercial. Niederattached. Ah, jetzt müssen wir noch ein Boarding Desk verbinden. Die müssen aber erstmal gebaut werden, rein logischerweise. So, pass mal auf. Wo kommen denn hier. So, Statement oder wie? Achso, ja, genau. 4,3 Grad, yeah! So, am Dienstag hat es 20,6 Grad auf Spitzbergen. Ja, das war schon ziemlich warm. So, zack, 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 zack. So, zacko, knacko. Dann müssen wir nur noch Upgrades. Downgrade to Crust, Convert to Concrete. Ja, es freut mich, aber wie kann ich jetzt Set Pushback Point? Nee, das kann ja auch nicht sein. Hey, wie kann ich die jetzt verbinden mit einem. Oder muss ich das so machen? Ah ja, Connect Stand, genau. Connect Stand, zack. Connect Stand, zack. Connect Stand, zack. Connect. So, also bedeutet, die zwei sind jetzt für den Stand verfügbar, die zwei sind für den und die zwei für den. So, dann können wir ja theoretisch sagen, die sind für Commercial. Ja, die verbinden sich jetzt auch automatisch mit den Security Checkpoints. Perfekt. Ja, die haben jetzt alles, was sie brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch mal das Tutorial, was wir noch alles machen sollen für cooles Zeug. Construct. Secure Zone Exit. Ah ja, genau, jetzt müssen die dann natürlich auch noch irgendwie raus. Rein logischerweise. Wir brauchen jetzt noch ein Secure Zone Exit. Das ist gerade da, wo sie eigentlich rauskommen. Ja, Frage ist natürlich. Cannot be placed on walls. Ja, da muss man irgendwann mal. Noch eine Wand rausreißen. Wir bauen diese vorerst mal ganz da hinten hin. Da, wo es hoffentlich auch niemanden stört. So, dann einmal. Zack. Ich schaue mal ganz kurz, was wir. Wir können doch noch bestimmt noch irgendwas Cooles erforschen. Erforschen, was ist das? Ein Office Desk. Ah, cool. Wir brauchen einen. Einen Secure Zone Exit. Exit, 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 Exit. Da. Da. Jetzt komm, bau das doch mal raus. Das heißt, es ist mittlerweile schon. Wunderbarer Herbst. Und ich glaube, der Winter wird sehr kalt. Hier auf Spitzbergen. Mein allererster Winter auf Spitzbergen. So. Dann bauen wir die immer so, dass sie immer eins Überhang haben. Bei jedem zweiten. So. Eins Überhang. Auf jeder Seite. Das ist so mein kleiner Clou. Dann haben die hier noch wunderbare Airboard Screens, dass sie auch ganz genau wissen: aha, da kommt mein Flug, damit den keiner verpasst. Jetzt brauchen wir nur noch ein Secure Zone Exit, den bauen wir. Wunderbar. Zack, knackig da drüben rein. Dann können da die ganzen Leute raus marschieren, wenn sie denn möchten. Und dann können wir doch bestimmt nochmal Economy, Loans, Contracts. Genau, da haben wir. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier schon die ersten Fluglizenzen. Quasi so die ersten Firmen, die bei uns angeschneit kommen und sagen: Hey, übrigens, hier wollen wir nach Spitzbergen fliegen. Kriegen wir das bei euch hin? Also hier kriegen wir das bei uns hin. Wir können da theoretisch. Machen wir nochmal einen Spamfilter.
Ach, da brauche ich irgendwas. Naja. Ach, da brauche ich einen CEO. So. Dann brauchen wir jetzt noch einen Secure Zone Exit. Darauf warten wir jetzt erstmal ganz gespannt. Da kommt der Mann mit den Kisten. Ich glaube, achso, der macht das mit den Airport Screens. Natürlich. Weil die auch viel wichtiger sind. Da rennt da jetzt einer rein und macht den Airport Screen. Genau. Da, aha. Genau, jetzt haben wir's. Tutorial! Was sagt jetzt das Tutorial? Hallo? So. Genau. Build Offices. Ja, jetzt können wir doch eigentlich theoretisch sagen, hören wir mal. So, hier haben wir ja Commercial. So. Dann können wir doch eigentlich theoretisch sagen, Security Disabled. Security sagen wir, ist okay. Security machen wir.